Das Wirkprinzip einer Unterschenkelorthese gehört zum Basis-Einmaleins in der Orthopädie-Technik. Nun muss man sich das Ganze oft aus Einzelteilen erschließen und hat am Ende nur eine lückige Vorstellung, wie das Ganze funktioniert. Heute bringen wir die Begriffe Dreipunktprinzip, Anlageflächen und Grafo in die richtige Reihenfolge und gehen das Schritt für Schritt durch. Am Ende haben wir ein besseres Bild, wie eine einfache Unterschenkelorthese funktioniert. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bei Gottet. In der Lehre bekommt man nach und nach mehr Verantwortung zugeteilt. Heute muss unser Lehrling die richtige Unterschenkelorthese für zwei Patienten auswählen. Einer hat eine Fußheberschwäche, einen sogenannten Fallfuß. Und der andere hat eine Wadenmuskulaturschwäche, oder genauer, eine Schwäche des Musculus soleus. Na und? Beide bekommen eine Unterschenkelorthese und gut ist. Fall erledigt. Zum Glück ist unser Meister zur Stelle und hakt nochmal nach. Orthese ist nicht gleich Orthese. Was wollen wir denn mit den Dingern bewirken? Was ist denn genau unser Ziel? Dass die Patienten wieder gehen können? So einfach ist es dann doch nicht. Unser Patient mit der Fußheberschwäche kann zwar gehen, bleibt aber mit dem Fuß hängen. Und der Patient mit der Soleusschwäche kann nicht einmal stehen. Beides kann man super mit Unterschenkelorthesen versorgen, nur eben nicht mit der gleichen. Die zwei unterscheiden sich in den Anlageflächen und verfolgen am Ende ganz andere Ziele. Was wollen wir denn jetzt ganz genau mit den Orthesen erreichen? Gute Frage. Bevor wir uns anschauen, wie die Unterschenkelorthese ausschaut, ist es wichtig zu verstehen, was diese überhaupt können muss. Alle Krankheitsbilder können wir leider nicht versorgen. Bei verschiedenen Anforderungen müssen oft andere Konstruktionen her. Eine super Orthese für alles gibt es nicht. Noch nicht. Schauen wir uns mal die zwei Krankheitsbilder an, denen wir mit einer klassischen AFO entgegenwirken wollen. Bei der Fußheberschwäche ist meistens der Tibialis anterior zu schwach, um den Fuß zu heben. Ich weiß, anatomisch ist dieses Bild nicht ganz korrekt, aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Das heißt, dass der Fuß in der Schwungphase nach unten hängt und quasi am Boden schleift. Welche Bewegung macht dabei der Fuß? Eine Plantarflexion. Und die wollen wir verhindern. Auch wenn euch das gerade wie Grundschule zweite Klasse vorkommt, bildet dieses Verständnis die Grundlage für die Orthese. Also, Fallfuß heißt Plantarflexion. Wie schaut es jetzt bei einer Schwäche der Wadenmuskulatur aus? Wie unser Meister vorhin gesagt hat, kann dieser Patient gar nicht mehr stehen. Aber warum? Beim Stehen muss der Musculus soleus die ganze Zeit arbeiten, um dem Dorsalextensionsmoment entgegenwirken zu können. Wenn dir das gerade nicht sagt, keine Sorge. Hier erkläre ich dir das nochmal genauer. Wenn also diese Muskulatur ausfällt, kann dem Dorsalextensionsmoment nicht entgegengewirkt werden und wir fallen nach vorne um. Welche Bewegung macht dabei der Fuß? Richtig, eine Dorsalextension. Also wollen wir bei den Krankheitsbildern jeweils eine Plantarflexion und eine Dorsalextension des Fußes verhindern. Nur wie bekommen wir den wieder zuverlässig in die richtige Position gebogen? Dabei hilft uns unser Dreipunktprinzip. Wir wollen den Fuß wieder in eine physiologische Position biegen. Nur wie macht man das? Dumme Frage, oder? Wir wollen diesen Stahlträger wieder ein wenig in Form bringen. Wie viele Punkte braucht man, um den zu biegen? Einer ist zu wenig. Der Träger würde theoretisch sich einfach von einer Position zur anderen bewegen, wenn wir die Schwerkraft und die Trägheit als zweite Kraft rauslassen. In der Schwerelosigkeit bewegt sich der Träger einfach von A nach B, wenn man ihn ein bisschen anstupst. Ich weiß, das ist ein theoretisches Modell, um etwas zu erklären. Die sind manchmal ein bisschen realitätsfern. Also merken, wenn nur eine Kraft auf den Träger wirkt, wird überhaupt nichts gebogen. Bei zwei Punkten passiert da was? Unser Ziel ist es ja, den Träger zu biegen. Also jeweils einen Punkt auf eine Seite. Und? Der Träger dreht sich. Die zwei entgegengerichteten Punkte rotieren den Balken und er fällt in diesem Fall einfach hin. In der Schwerelosigkeit würde er sich einfach weiterdrehen. Aber schaut für mich immer noch gerade aus, außer ein paar Dellen. Also, auch wenn das ein bisschen gespoilert war,
3 Punkte sind notwendig. So kann der Träger nicht mehr aus und er wird gebogen. Dabei zeigt der mittlere Punkt in die andere Richtung wie die 2 äußeren Punkte. Das ist ein typisches Vorgehen in der Orthetik. Wie wir vorhin gesehen haben, wollen wir bei den Krankheitsbildern eine Bewegung des Fußes verhindern. Die Plantarflexion beim Fallfuß und die Dorsalextension bei der Soleusschwäche. Wo müssen wir jetzt anpacken, um diese Bewegungen einzuschränken? Fangen wir beim Fallfuß an. Also, erstmal drücken wir den Fuß von unten wieder hoch. Das reicht aber noch nicht. Der Unterschenkel kann nach hinten ausweichen. Und schon wieder sind wir in der Fehlstellung. Reicht das? Nicht ganz. Der Fußrist haut uns noch ab. So kann der Fuß immer noch in die Plantarflexionsfehlstellung. Hier sehen wir wieder das 3-Punkt-Prinzip. Ist also sehr ähnlich zu unserem Stahlträger. Das heißt, eine Orthese gegen den Fallfuß muss an diesen Punkten gegenhalten. Die Orthese übernimmt einfach den Job, den unsere 3 Hände hier übernehmen. Und so sieht die Orthese dafür aus. Hier sind die jeweiligen Punkte. Aber fehlt da nicht einer? Stimmt. Wenn man die Orthese so anzieht, würde das nicht funktionieren. Nur schauen diese Orthesen so im Alltag aus. Wie kann das gehen? Ah, der Schuh. Der 3. Punkt wird vom Schuh gewährleistet. Man könnte auch einen Klettverschluss verwenden. Aber das ist eleganter. Der Fallfuß ist erfolgreich versorgt. Wie schaut's bei der Soleusschwäche aus? Wieder die gleiche Vorgehensweise. Schauen, was das Problem ist. Wie können wir das lösen? Und das ist, was die Orthese können muss. Bei der Soleusschwäche wollen wir die Dorsalextension des Fußes einschränken. Sonst fällt man nach vorne um. Instinktiv macht man da schon viel richtig. Wenn man den Fuß an dieser Bewegung hindern will, drücken wir erstmal am Fußrücken und am Schienbein. So richten wir den wieder auf. Also einen Punkt am Schienbein und einen am Fußrücken. Wie der funktioniert, klären wir gleich. Und der letzte? Der Fuß könnte noch so ausweichen, dass er einfach nach hinten rausschlüpft und kann in eine Dorsalextension abhauen. Deswegen brauchen wir hier an der Ferse noch einen Punkt. Seht ihr's? Wie vorhin beim Fallfuß, nur eben umgekehrt. Und so sieht am Ende die Orthese aus. Dann suchen wir mal die 3 Punkte. Am Schienbein? Logisch. An der Ferse? Okay, damit der Fuß nicht rausschlüpft. Den übernimmt entweder das Fußteil oder ein Schuh. Und der? Hier ist doch gar kein Punkt. Wie, am Fußrücken? Dieser Punkt wird vom Fußteil übernommen. Der Fuß hebt sich ja nicht aktiv, sondern wird von der Bodenreaktionskraft nach oben gedrückt. Also müssen wir nur der Kraft entgegenwirken, die das tut. Also reicht ein ausreichend steifes Fußteil, das gegen die Bodenreaktionskraft standhalten kann. Das Fußteil drückt nicht den Fuß runter, sondern verhindert, dass die Kraft, die den Fuß in die Dorsalextension drücken würde, überhaupt beim Fuß ankommt. Also, als Orientierung kann man sich merken, schaut euch an, was beim Patienten schiefläuft. Wie kann man das korrigieren? Und wie kann man das mit einer Orthese umsetzen? So banal es sich anhört, eine Richtlinie kann echt helfen. Bei dieser Orthese gibt es noch einen sehr interessanten Effekt. Hier halten wir gegen die Bodenreaktionskraft entgegen, wie ein gesunder Fuß das auch tun würde. Das verhindert nicht nur, dass der Fuß einknickt, sondern lässt die Bodenreaktionskraft, auch wie es physiologisch ist, nach vorne wandern. Das ermöglicht uns eine physiologische Kniebelastung. Wir wissen ja, dass beim Stehen auf das Knie ein extendierendes Moment wirkt, wenn alles da ist, wo es hingehört. Hier erreichen wir das auch. Das heißt, dass wir nicht nur die Dorsalextension des Fußes verhindern, sondern auch wieder die proximalen Gelenke normal belasten können. Deswegen nennt man solche Orthesen auch Grafos. Das steht für Ground Reaction AFO. Aber wichtig, das Fußteil muss ausreichend steif sein und darf nicht einknicken. Sonst war alles für die Katz, wenn das unser Ziel ist. Ausnahmen gibt es immer, die wegen Kompromissen oder speziellen Patientenanforderungen das Beste nochmal rausholen. So eine Orthese hat dann manchmal Wirkungsweisen, die einem gar nicht sofort klar sind. Aber das macht es ja umso interessanter. Das ominöse 3-Punkt-Prinzip. So oft verwendet
und so oft in Prüfungen gefragt. Wenn ihr das einmal verstanden habt, könnt ihr euch selbst Lösungen herleiten. Im Alltag verschafft es einem Freiheiten, da man weiß, was die Orthese können muss und wo man vielleicht noch was wegschleifen kann. Ich hoffe, ich konnte euch diesen Grundpfeiler der Orthopädie-Technik ein bisschen näher bringen. Es war mir wie immer eine Ehre. Dann bis zum nächsten Mal. Bei Gottet.